Ja, hallöchen Leute und willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online. Heute wieder mit Texturen. Wow, ich bin übrigens noch im gleichen Raum wie im letzten Part und geht man die erste Yoshi-Kaskade an Strecke, die mir so gar nicht gefällt. Also normal, aber mit den Texturen. Ja, sie gefällt mir schon, aber ich fahre sie nicht besonders gern. Aber mit Texturen ist das gleich was ganz anderes. Die sehen so geil aus. Ich finde das einfach den Hammer. Den Hintergrund vor allem und hier den Innenrand sieht einfach so cool aus mit dem Backstein oder was das sein soll. Das ist einfach der Hammer. Hammer nice, Hammer nice. Oh, oh nein! Da wäre sogar ich die Strecke gerne. Was nicht heißen soll, ich habe wieder aufgelegt. Ich habe meine Marius Piste zum Verstehen. Strecke übrigens. Genau. Ich hoffe, die kommt in diesem Part dran. Im letzten Part hatten wir ja extremes Pech mit der Strecke. Die letzte Scheiße. Das kann dieses Mal nur besser werden. Also wenn es nicht besser wird, dann... Ja, dann beende ich den Part, glaube ich, schon nach einem Rennen. Zwei. Weil nach einem Rennen kann man ja noch gar nicht wissen, was dann zu tun ist. Und... Wird das noch der erste? Es wird noch der... Ah, schade, das war hinter der Ziellinie. Verdammt, das wäre episch gewesen, wenn ich Erster geworden wäre. Ja, hier kommen wenigstens alle Moves schön schnell ins Ziel. Plus 92, das ist Brain eigentlich. Ist das Rennen? Nein, das Zufallsauswählraster war nur eins neben meinem, neben meiner gewählten Strecke, meiner schönen Mario-Piste, die gehört von Tolles. Aber sie kann natürlich doch nicht drin. Leider, leider. Oh, wir haben Stern. Leider Scheiß. Wow. Okay. Kam leider doch nicht dran. Aber ich könnte mal... Also hier auf der Strecke gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Es ist alles grüner geworden. Es ist schön. Ich möchte mal... Oh, nein! So ein Bobby, ey. Ich, was wollte ich jetzt sagen? Tja, ich wollte ein Thema ansprechen. Und zwar... Geht es um Handheld Konsolen, sprich PSP, PS Vita, 3DS, DS, Game Boy Advance, Game Boy Color. Was ist da noch so gut? Also keine von den großen festen Konsolen, die man Handheld Konsolen überall nehmen kann. Und ja, über das möchte ich heute mal so ein bisschen reden und meine Meinung präsentieren. Zwar, ich halte ehrlich gesagt ja schon ein bisschen was von dem, aber nicht so viel natürlich von großen, normalen, ganzen Konsolen. Es ist ganz klar, dass Handhelds nicht mit den normalen Konsolen mithalten können, das ist auch klar. Zum einen grafisch, zum anderen halt macht es halt nicht so viel an. Aber bei mir ist es so, auch Gameboys und so weiter, ich habe die Spiele einmal gespielt. Und danach nie wieder. So ist es bei mir wirklich bei fast jedem Spiel gewesen. Und auf anderen Konsolen, zum Beispiel, wenn man die Spiele öfter spielt, sind man trotzdem mehr Fun. Das ist jetzt meine bescheidene Meinung dazu. Ihr könnt ja eure Meinung gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber so denkt. Ich denke auf jeden Fall das, was ich gerade gesagt habe. Sonst hätte ich es nicht gesagt. Und, dann, was mich auch interessieren würde, habt ihr noch Handheld-Konsolen, beziehungsweise braucht ihr noch Handheld-Konsolen, oder benutzt ihr Apps auf Handys und so weiter eher zum Spielen, oder spielt ihr damit auch öfter? Weil bei mir ist es so, ich hatte eine Zeit, wo ich meinen Touch neu hatte, habe ich wirklich sehr viele Apps gespielt, jedoch jetzt auch gar nicht mehr. Also Apps habe ich gar nichts mehr mit dran. Scheiße, die war von mir in der ersten Version. Oh lol, da wäre ich fast in Abgrund gegangen. Aber gut, also ja tatsächlich. Okay, oder doch nicht. Oh, es tut mir leid. Aber ich hatte gerade ziemlich... Oh, der Hals geht gekratzt. Keine Ahnung, also Handy, habt ihr eins? Oder seid ihr da ewig dran? Es gibt auch viele Leute, die schreiben wirklich den ganzen Tag was. Es ist einfach schlimm.
So einer bin ich gar nicht. Also ich habe zwar ein Handy, aber das ist so ein Billig-Handy, mit dem ich nur telefonieren kann, sonst geht da ja nichts mehr. Aber mehr brauche ich auch nicht, ganz ehrlich. So, plus 75. Nächstes Rennen und ich hoffe, meine Marius Piste kommt jetzt mal dran, Mann. Marius Piste kommt nicht dran, sondern sondern meine Hassstrecke, es war so klar. Ah, die wollen mich heute echt leiden sehen. Ja, ihr seht, das ist im Hintergrund eine Fabrik mit irgendwie Gift, was Milan hier darstellt. Und da die Musik okay. Naja, wenn sie meinen, ich sehr schlau. Ich weiß nicht, was manchmal in mich fährt, aber manchmal bin ich Lowstand hinbekommen. Wir fahren einfach mal hier lang. Wenn es auf dem vierten Platz sogar den roten Platz hat. Aber da wir sowieso ist das dann auch schon crashed. Ja, crashed. Ist ja auch egal, dass ich zu oft. Aber so lange soll ich nicht mehr, das ist crashed. Oh, ich hasse Schwäger, ich stand so derbe jetzt. Ich warte jetzt bis zum Zeit. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Na, 3er Red. Ärgern wir den Bronze. Weil wir es können. Ein Blue. Ja, okay. Beim Texture Pack. So, Golpe. Das ist ein geiler Sack. Ich dachte, ich war schon groß als mit. Und wenn jetzt ein Blitz kommt, dann werde ich der Strecke nie wieder verzeihen. Diese und ja, das sieht Hammer aus. Das ist der Hammer. Jetzt wäre der Blitz gekommen. Jetzt ist es eher gut, weil dann geht man auch nicht auf. Außer sie wurden eben groß beschlossen. Keine Gefahr, auch wenn da einer irgendwie zu Wacke war. Ja, der uns hier jetzt geholt hat. Das war dann doch nochmal knapper, als ich gedacht hätte. Goldpilz-Gedöns. Und 131, ja. Die anderen wundern sich jetzt wahrscheinlich. Hey, der hat doch so viele Punkte, warum gewinnt er die ganze Zeit? Nächstes dann. Eins passt noch in den Part, ja, ja. Jo! Wir fahren Bowsers Festung. Yay! Und die ist hier in diesem Textur. In diesen Texturen ist sie extrem dunkel, aber ich finde das einfach nur schon geil. Die Strecke habe ich mir auch noch gewünscht, dass ich dann ich meine Marius Piste haben. Ich denke, ich werde hier noch ein paar auf. Aber ich werde warten, bis meine Marius Piste drankommt. Hoffe ich zumindest. Also wenn sie nach 5 oder 10 Rennen immer noch nicht kommen, dann werde ich das so nicht. Ich möchte dir euch einfach mit dem Fall zeigen, wo die Musik so geil ist. Und ich da mit so einem richtigen schrecklichen Gesang übertragen. Das heißt, die Lieder haben ja keinen Text. Mit Gesumme. Auf jeden Fall könnte ich hier selber ein Bild von machen. Oh. Ja, das ist ein kleiner Nachteil. Ich habe die Flammen nicht gesehen wahrscheinlich. Ich habe sie gesehen. Denn die Flammen sind hier irgendwie durchsichtig. Ich weiß nicht warum, weshalb. Wieso was bleibt. Ja, jetzt muss ich jetzt einfach raus. Also nächster Part. Gut. Hoffentlich mit Magnus Piste beginnen. Mal spielen, das wahrscheinlich ein eindeutiger Stil, das ist ein Häufchen, das ist eine Strecke dran, aber es fällt halt. Es gibt auch andere Strecken, die wirklich cool aussehen, die ich auch gerne zeigen würde, aber das ist und da kommt der Blau. Ich kann euch jetzt gleich noch mal zeigen, also diese Flammen hier sind relativ blau. Aber ich kann mich ja rechnen. Das ist auch eine Textur von Darky Benji. Das weiß ich sogar. Ich meine es zumindest ein bisschen. Ich denke, das ist von Darky Benji. Die Textur Dark. Und hier habt ihr die Flammen gesehen.
Wenn man zurückschaut, sieht man sie, aber wenn man vorne drauf schaut, das ist auch irgendwie witzig. Wenn hier über dem Ziel... Ah ne, da steht Mario Kart, dann ist es doch nicht von Darky Benji. Also Darky Benji ist nun eine ziemlich gute Textur-Rapper. Der wirklich gute Textur. Und ich hätte gedacht, das wird von ihm, aber... Hier habe ich erkannt, dass es jetzt doch nicht von ihm ist. Ganz einfach. Bei seinen Strecken steht meistens oben auf diesem Ziel... Auf dem Zielschild steht meistens Darky Kart. Nicht Mario Kart, weil der Name Dark Watch naja, wie dem auch sei, die Lava ist blau, das ist cool. Das soll dann wie Wasser aus. Ich mal von aus und da ja hier irgendwann wo sehen, ich hätte jetzt auch reinspringen zeigen, dass die irgendwie unsichtbar ist, aber nee, da ist mir mein Vorsprung zu schade, weil ich habe wieder. Na gut, die bis sie ins Ziel fahren, habe ich meine Abkündigung schon lange hinter. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Part. Das kennt ihr ja mittlerweile schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich bei Marios Pistole. Ich habe hoffentlich Pluspunkte gemacht. Danke. Ja, natürlich auf dem ersten. Was denke ich denn? Ah, nee, 12 Spieler, dann ist es nicht so wahrscheinlich. Ich wechsle die Gruppe. Komm, ich will eine leere Gruppe haben. Bis zum nächsten Part und ciao.